Wie geil ist das denn? Mm. Fest ist der jetzt nicht. Die sind sehr hart, die Nudeln. Es ist nicht so, dass ich euch jetzt empfehlen würde, das so nachzumachen, wie es jetzt gerade ist. Fast wie ungekochte Gnocchi. Hello Friends und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir testen heute mal wieder virale TikTok-Food-Trends. Das haben wir nämlich schon lange nicht mehr getan. Viel zu lange ist es her. Und es gibt wieder einige coole Rezepte, würde ich mal sagen, die wir heute ausprobieren. Ich habe mir mal 3 oder 4, ich weiß es gerade noch nicht, 3 oder 4 Rezepte rausgesucht, die sehr spannend klingen und auch eigentlich recht einfach aussehen, die man auch nachmachen wird. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, man speichert solche Rezepte ab, die viel zu kompliziert sind und man macht sie nie nach. Deswegen habe ich mir ein paar einfache Rezepte rausgesucht, hoffentlich, die klappen werden, die einfach sind und die ihr auch nachmachen könnt, die ich auch vielleicht in meinen Alltag dann einbaue. Und wir schauen mal, was das erste Rezept ist. Ich blende euch das hier mal ein. Wir fangen an mit einer Burrata, weil Burrata, also ist jetzt nicht übel teuer, aber ist schon teurer als normale Mozzarella, würde ich sagen. Burrata ist auch oft ausverkauft. Das ist ein kleines Problem, deswegen machen wir uns Burrata selber. Soll anscheinend super easy gehen und auch super schmecken, deswegen probieren wir das jetzt mal aus. Und alles, was wir dafür brauchen, ist eine Kugel Mozzarella und Sahne-Creme fin. Und dann soll man das anscheinend irgendwie wie so Burrata cremig machen. Ich bin gespannt. So, Freunde, wir haben jetzt hier unsere Tomaten mit Burrata. Ich habe jetzt hier auch noch die Burrata, also die Fake Burrata pur. Das ist ja an sich wie dieses Stracciatella, das Innere einer Burrata. Also ich habe jetzt natürlich nicht diese Außenhülle drum. Aber ich würde sagen, wir probieren erstmal das kurz pur. Es sieht auf jeden Fall aus wie das Innere von einer Burrata, was man auch so perfekt so auf eine Pizza machen kann und verteilen kann. Und ich probiere es jetzt mal pur. Ich bin gespannt. Mhm. Okay, wow. Das schmeckt echt wie Burrata. Oh, mmh. Das schmeckt echt wie Burrata, das ist krass. Probier jetzt nochmal das Ganze in einem Gericht mit Balsamico und Tomate. Bin ich mal gespannt, ob das mein neuer, hallo, bleiben Sie stehen, na egal. Ob das mein neuer Burrata-Ersatz wird, weil Mozzarella haben wir irgendwie immer im Haus, aber Burrata ist auch wirklich immer irgendwo ausverkauft. Okay, let's try. Mmh. Wie geil ist das denn? Warum isst man Mozzarella normal in Scheiben, wenn man es auch so essen kann? Boah, das nächste Mal, wenn ich für irgendwen Tomate Mozzarella machen muss, mache ich es genau so. Das ist so lecker. Mm. Müsst ihr unbedingt ausprobieren. Hätte ich never gedacht, dass das so easy geht und so geil schmeckt auch. Mm. Aber mm, das Rezept ist eine 10 von 10. Es geht einfach, es geht schnell. Es sind günstige Zutaten. Ihr könnt natürlich auch Sahne von Ja oder so nehmen, dann ist es noch günstiger. Und die könnt ihr auch noch für andere Sachen verwenden, außer für den Mozzarella. Deswegen ist es echt viel, viel günstiger, als wenn ihr immer einen Burrata kauft. Und es schmeckt wirklich genau wie das Innere von Burrata. Klar, ihr habt nicht so dieses Erlebnis vom Aufschneiden und dann rauslaufen. Das finde ich halt geil. Aber das habt ihr, wenn ihr irgendwo essen seid und da Burrata bestellt, dann habt ihr das. Aber eine 10 von 10 müsst ihr unbedingt ausprobieren. Wir switchen direkt weiter zum nächsten. Leute, es wird Zeit fürs nächste Rezept. Das ist richtig, richtig cool. Ich freue mich sehr darauf. Das Ganze werden Proteinnudeln aus 2 Zutaten. Einfach nur 2 Zutaten. Ich bin gespannt, ob das klappt. Also klar, Wasser ist noch eine 3. Zutat. Aber ich bin sehr gespannt, ob das klappt. Wie gesagt, ich blende euch das Video irgendwo ein. Wenn das klappt, ist es auf jeden Fall ein Game Changer für jedes Abendessen. Für jemanden, der nie frische Sachen gefühlt zu Hause hat. Und zwar brauchen wir einmal neutrales Proteinpulver oder Sahneprotein. Das ist relativ neutral. Und Mehl und Wasser. Genau, und das mischen wir. Und daraus sollen Scherennudeln entstehen, also die man so reinschneiden kann ins Wasser. Und dann kann man sich natürlich eine beliebige Soße dazu machen. Die muss ich noch einkaufen, aber ich würde sagen, wir bereiten schon mal den Teig vor und gucken, ob es sich überhaupt lohnt, einkaufen zu gehen dafür. Also ich weiß nicht, fest ist der jetzt nicht und ich habe schon nochmal 30 Gramm Mehl extra dazugegeben und ich habe schon weniger Flüssigkeit als angegeben auch genommen. Also schneiden sehe ich bei dem Teig jetzt nicht so. Ich glaube, ich werde den einfach so reintropfen lassen wie so Spätzle. Wisst ihr, was ich meine? So, ich habe mich jetzt nochmal neu dran versucht und jetzt hat das geklappt. Ich habe mich einfach beim Wasser selbst dran getastet und habe das nach Gefühl gemacht und wirklich, ihr braucht ganz, ganz wenig Wasser, weil Proteinpulver verflüssigt sich so. Ja, und das ist jetzt die Konsistenz wie so ein Ball, den man
kneten kann, der kommt jetzt noch ein bisschen in den Kühlschrank und dann können wir es kochen. So, Freunde, der Moment der Wahrheit ist gekommen. Entschuldigt das schlechte Licht. Wir haben mal wieder halben Weltuntergang draußen. Also, nee, es geht gerade, aber es ist komplett dunkel. Wir haben gerade 4:15. Und ja, wir machen uns jetzt diese Nudeln mal fertig. Wir haben hier den Teig, den muss ich nochmal ein bisschen fresh kneten. Meine Schere habe ich gerade schon ordentlich abgespült und sauber gemacht, weil ich damit mein Paketband natürlich schneide oder andere Sachen. Fand ich jetzt nicht so lecker, deswegen habe ich es einfach nochmal sauber gemacht. Und ich bin mal gespannt, das Wasser kocht jetzt gleich. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an, ob das funktioniert. Freunde, meine Proteinnudeln sind jetzt fertig. Das ist der Teller. Ich blende es euch eh über. Ich habe jetzt eine Soße aus Creme Fin und Frischkäse gemacht, aus so Resten, die wir noch da hatten, und Tomaten. Weil das Wetter liegt jetzt nicht dazu ein, gerade mal einkaufen zu gehen. Jo, deswegen sage ich, wir probieren jetzt einfach mal. Ich hoffe, es schmeckt nach was, weil mir ist aufgefallen, ich habe vergessen, den neuen Teig zu salzen. Deswegen habe ich jetzt die Soße umso mehr gesalzen und wir probieren das Ganze jetzt mal und hoffen, es schmeckt. Es ist gewöhnungsbedürftig. Die sind sehr hart, die Nudeln. Die Soße schmeckt sehr gut. Die Nudeln sind schon echt hart. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Aber die sind ein bisschen gummimäßig und am Ende halt wirklich richtig hart mehlig. Ja, irgendwie hatte ich es geiler erwartet. Wie gesagt, die Soße ist halt sehr lecker und rettet das Ganze ein bisschen. Ich bin auch nicht so pingelig, was bestimmte Konsistenzen oder Gerichte angeht. Ich finde es trotzdem lecker und essbar. Und wenn man dran denkt, dass es irgendwie gute Eiweißwerte hat, dann schmeckt es halt auf jeden Fall. Aber so Linsennudeln und sowas schmeckt schon besser, aber ist halt teurer, ne? Ich weiß nicht, ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Falls ihr sowas schon mal ausprobiert habt, dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Habe ich die zu lang kochen lassen oder zu kurz? Sind die zu dick? War der Teig doch zu dick? Hätte ich den doch flüssiger machen sollen und wie so Spätzle reinreiben sollen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es nicht so, dass ich euch jetzt empfehlen würde, das so nachzumachen, wie es jetzt gerade ist. Weil ich finde die sehr hart. Also ich finde es okay. Aber ich glaube, es gibt viele da draußen, die die Konsistenz auf jeden Fall stören würde. Ich versuche gerade irgendwas zu finden, womit man die Konsistenz vergleichen kann. Mir fällt aber nichts ein. Ist auf jeden Fall sehr, sehr fest. Ich hätte mir die ein bisschen weicher und fluffiger erhofft, wie so ein Gnocchi. Genau. Ist von der Konsistenz fast wie ungekochte Gnocchi. Also eigentlich nicht so geil. Aber wie gesagt, ich finde, man kann es gut essen. Aber ich glaube, ich würde es jetzt nicht nochmal unbedingt so machen. Beziehungsweise ich würde es schon noch mal machen, wenn ich nichts zu Hause habe und irgendwas Vollwertiges essen will. Und weil ich das Rezept noch mal irgendwie, da will ich noch mal rumfeilen, dass es vielleicht besser wird. Aber sonst, ich würde es euch jetzt nicht empfehlen, nachzumachen. Deswegen gibt es von mir für euch die Bewertung 5 von 10. Es ist essbar, es ist okay, aber es ist nichts krass Special-mäßiges. Keine Ahnung, also klar, viral ist es gegangen, weil es ist halt High-Protein. Es hat nur zwei Zutaten. Es sieht cool aus, wenn man mit einer Schere die Nudeln da reinschneidet. Und die haben natürlich eine coole Form. Ich mag es auch gerne, weil Nudeln so viel so teigig sind, wisst ihr. Aber wenn der Teig dann halt so fest ist, ist es doof. Vielleicht hätte ich sie länger kochen lassen müssen, ich weiß es nicht. Boah, echt hart. Oh Mann, vielleicht mache ich sie gleich mal in Wasser und hoffe, dass sie vielleicht noch mal weicher werden beim länger kochen. Ich blende euch mal hier ein, ob es was gebracht hat oder nicht. Ganz kurzer Nachtrag zu den Nudeln. Ich habe sie jetzt gerade noch mal köcheln lassen und die haben sich irgendwie noch mal verdoppelt. Und jetzt werden sie auch weich. Ich glaube, ich habe sie einfach viel zu kurz kochen lassen, weil ich natürlich nicht die Anleitung gelesen habe. Und dachte, sobald sowas oben schwimmt, ist es fertig. Nein, in dem Fall nicht. Das muss ich vollsaugen mit Wasser, damit die fluffig werden. Ich zeige euch mal, wie groß sie geworden sind. Das ist heftig. Ich muss ein bisschen Abstand halten, damit das hier nicht voll qualmt. Aber schaut euch mal an, was für Monsterdinger das jetzt sind. Also das ist ein Löffel, damit ihr mal so die Dimension seht. Das sieht nur ein bisschen eklig aus, weil ich den Rest Soße mit reingekippt habe. Ja, ich glaube, jetzt werden sie geil. Also vielleicht doch eine 7 von 10. Ich würde sagen, 5 von 10, wie gesagt, auch da nicht nachmachen. Und wir gehen weiter zum nächsten Rezept. So, Freunde, es ist Zeit für das letzte Rezept. Und zwar habe ich mir was richtig Geiles rausgesucht. Das geht in letzter Zeit richtig rum auf Social Media. Und ich bin mal gespannt, ob das klappt. Ich stelle es mir richtig geil vor. Ich habe auch schon bei jemandem gesehen, der fand es nicht so geil. Aber ich habe wirklich die Hoffnung, dass es sehr geil ist. Und zwar die Hauptzutat, die wir brauchen. Ihr seht es ja hier irgendwo, ist Reispapier. Und wir machen Reispapier-Mozzarella-Nudeln. Also wir rollen Reispapier ein mit Mozzarella innen drin und kochen das in einer Soße. Die machen alle ihre asiatischen Soßen mit 1000 Würzpasten oder so.
Ich dachte mir, ich mache einfach eine Bolognese-Soße. Ich hatte noch ein bisschen so Kochsahne da, die habe ich da reingemischt. Ich habe das hier in einer süßen Merry-Christmas-Tasse schon fertig gemischt. Und genau, mein Mozzarella muss ich jetzt schneiden. Und hier habe ich die Reispapier-Dinger. Ich glaube, ich brauche auch alle 9 Stück, weil man die ja so doppelt legen muss, damit die Nudeln so richtig geil lang werden. Und wir versuchen unser Glück, ne? Ich würde sagen, hoffen wir mal, dass es funktioniert, weil ich habe sonst nichts mehr von den Zutaten zu Hause. Das ist nämlich dann leer. Und dann gibt es einfach Spaghetti Bolognese heute Abend. So, Freunde, meine Nudeln sind fertig und es sieht richtig gut aus. Es sieht aus wie auf dem TikTok. Ich habe hier so ein Gitter drunter stehen, weil ich kann natürlich keine heiße Pfanne auf den Tisch stellen, auf dem Holztisch vor allem nicht. Ist ja logisch. Und ich weiß gar nicht, wie ich das probieren soll, also wie man das essen soll. Es hat auch wirklich geklappt, dass nicht die Mozzarella überall rausgelaufen ist. Da hatte ich mich echt ein bisschen Angst vor. Man darf die Dinger auch nicht so viel bewegen, weil ich habe ein paar Mal gedreht und bei einem ist dann so ein bisschen, ja, da läuft gerade so ein bisschen Saft raus, aber nicht die Mozzarella an sich. Und das Gute ist ja, dadurch, dass die Soße so heiß ist, bleibt die Mozzarella auch länger geschmolzen. Ich weiß gar nicht, wo ich starten soll. Ich probiere jetzt hier, weil ich glaube, das sieht ganz handelbar aus. Ich weiß nicht, wie man das essen soll. Okay, das wird jetzt sehr unappetitlich aussehen, aber egal. Ich brauche noch ein bisschen Soße dazu. Ich muss sagen, Lauchzwiebel passt jetzt nicht perfekt zu Bolognese, aber es sah halt schön aus, deswegen habe ich das genommen. Gott sei Dank habe ich nichts Weißes an, weil das wäre jetzt spätestens nicht mehr weiß. Also Tipp an euch, keine weißen Sachen anziehen oder Sachen, die keine roten Flecken bekommen dürfen. Doch, es hat was. Irgendwie ist es geil, aber ich weiß nicht, ob ich es mir nochmal machen würde. Klar, wenn man das Ganze jetzt so auch asiatisch macht, mit so einer asiatischen Soße schmeckt es wahrscheinlich immer komplett anders. Aber wie gesagt, habe ich euch schon erklärt, ich bin nicht so ein Fan von diesen Soßen und von diesen ganzen Würzpasten. Deswegen habe ich einfach mal so einen wilden Mix aus italienischer und asiatischer Küche gemacht. Und irgendwie ist es geil. Wie gesagt, der Lauch passt nicht so gut rein. Aber alles für die Greens. Diese Dinger sind echt lecker. Also Konsistenz muss man natürlich davon ausgehen, dass sie sehr so nicht schleimig, sondern so, boah, wie soll man das erklären? Also es zieht sich so, wisst ihr? Das ist so matschig, dieser... Nee, Mathe, mir fehlt das Wort. Falls mir das Wort einfällt, blende ich es euch ja ein. Aber es ist geil. Also ich würde es euch schon empfehlen, mal nachzumachen. Ihr könnt ja auch so eine asiatische Soße machen. Viele von euch mögen das wahrscheinlich, aber ich halt, wie gesagt, nicht. Und ich war auch ein bisschen zu faul, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist auf jeden Fall ein Try wert. Wie gesagt, ich glaube, ich würde es... Ich weiß nicht, wegen dem Zeitaufwand allein. Es hat jetzt schon echt lang gedauert. Würde ich mir, glaube ich, nicht nochmal machen. Und es ist auch echt nicht so viel bei rausgekommen. Fällt mir gerade auf. Ich glaube, ich gehe hungrig ins Bett. Nein, Spaß. Ich esse noch was anderes. Aber ich hatte gedacht, dass da vielleicht ein bisschen mehr bei rauskommt. Beziehungsweise, ja, weil es sättigt ja eigentlich nicht. So Reispapier ist ja Luft gefühlt. Und dann ist nur Mozzarella drin und die Soße halt. Aber da ist ja nicht irgendwie was. Keine Ahnung. Müsste man vielleicht noch Reis oder Nudeln. Nee, Nudeln passt ja nicht. Aber Reis oder sowas zu machen. Keine Ahnung. Aber ist auf jeden Fall überdurchschnittlich. Also irgendwie habe ich schon Bock, es nochmal zu machen. Aber der Zeitaufwand ist halt wirklich so hoch. Deswegen kriegt es von mir eine 7 von 10. Ja. Es ist sehr lecker. Müsst ihr auf jeden Fall ausprobieren. Aber 7 von 10 wegen dem Zeitaufwand. Und genau. Deswegen würde ich sagen, an der Stelle beende ich das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben. Natürlich ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und schaut auf Instagram vorbei für mehr Daily Inspo aus meinem Live. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns am Sonntag zum nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.